Wenn mein Opa heute Geburtstag hat und ich heute Abend zu meinem Vater fahre, hätte ich das nicht geschafft mit Schneiden. Deshalb gibt es jetzt mal ein großes Q&A. Und dann würde ich mal sagen, legen wir direkt mit der ersten Frage los. Der Verpinnt fragt mich, @realpam, Hashtag fragt Pam, Instagram oder Snapchat oder Twitter oder YouTube. Du darfst nur eins nehmen für dein ganzes Leben. Also ich würde auf jeden Fall YouTube nehmen, weil Twitter, Instagram und Snapchat benutze ich zwar, aber nicht so oft wie YouTube. Und da ich YouTube halt mega mag, die Plattform und alles, nehme ich YouTube. Der Rattenkönig fragt mich, @realpam, Hashtag fragt Pam, warum hast du mit YouTube angefangen und hättest du gedacht, dass du 600 Abonnenten erreichst? Liebe Grüße, Rattenkönig. Ja, ich habe mit YouTube eigentlich aus Langeweile angefangen und weil ich eh immer, wenn ich am PC sitze, vor mir herrede. Und ja, deshalb habe ich mit YouTube angefangen. Und ob ich gedacht hätte, dass ich jemals die 600 Abonnenten erreiche? Nein, hätte ich nie gedacht. Weil am Anfang, da war ich immer so mehrere Monate. Ich hatte ja auch schon mehrere Kanäle, immer bei 50 Abonnenten. Und deshalb habe ich nie 600 gedacht. Und sorry, falls ich vielleicht ein bisschen überbelichtet bin. Der Domix fragt mich, @realpam, Hashtag fragt Pam, in welchem Bundesland wohnst du? Ja, ich wohne in NRW. Der Nils fragt mich, @realpam, Hashtag fragt Pam, wie bist du zu YouTube gekommen? Warum hast du damit angefangen und wie hast du YouTube entdeckt? Warum ich mit YouTube angefangen habe, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ich bin zu YouTube gekommen, weil ich habe zwischen der 5. und 6. Klasse, also in den Sommerferien, einen Samsung Galaxy S3 Mini bekommen. Denn da war halt YouTube drauf vorinstalliert, habe ich so ein bisschen geguckt. Und ja, dann wurde ich da ganz schnell nicht süchtig nach, aber ich habe das ganz oft dann halt geguckt, weil mir langweilig war. Sozusagen als Fernsehen. Wie ich YouTube entdeckt habe, ja, eigentlich ganz cool. Am Anfang habe ich immer die Lochis geschaut, aber die schaue ich jetzt nicht mehr. Das waren jetzt auch schon alle Twitter-Fragen. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich auf YouTube ein paar Fragen finde. Also der YouMiner fragt, was halten deine Eltern davon, dass du YouTube machst? Ja, meine Eltern unterstützen mich eigentlich richtig dabei, so wie eigentlich meine ganze Familie. Weil meine Oma und mein Opa gucken auch meine Videos. Ja, und deshalb finde ich das eigentlich ganz cool, dass meine Familie da so hinter mir steht. Der Let Pablo fragt mich, ob ich einen Redshirt-Pack rausbringen könnte. Ja, momentan mache ich ja kein Minecraft mehr, aber Vlogs und deshalb, nee. Der Miner fragt mich, Hashtag AskFame, hast du mal vor, ein Projekt mit mehreren kleinen YouTubern zu starten? Ja, vielleicht mache ich das mal, wenn ich wieder Minecraft mache, aber in naher Zukunft jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt wieder Minecraft machen werde. Der Xen Dietloch fragt mich, wurdest du schon mal in der Stadt oder in eurem Dorf erkannt? Ja, nee, ich wurde noch nie erkannt, aber vielleicht wird das ja was auf der Gamescom, keine Ahnung. Ja, das war's dann jetzt auch schon mit den Fragen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es diesmal kein Vlog war. Wenn ihr wollt, dass mehr FAQs kommen, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Falls ihr mir auch Fragen stellen wollt, dann wäre es ganz sinnvoll, wenn ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen würdet, weil da kündige ich das immer an. Also, das war's dann jetzt. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao.